Moin moin, herzlich willkommen zurück bei Sword. Ich bin gerade noch am Angeln. Ihr habt eigentlich nichts verpasst, außer dass ich ein paar coole Sachen hier rausgezogen habe. Die werde ich euch gleich zeigen. Ich habe mich jetzt wirklich hier die ganze Zeit hingestellt und geangelt. Ich fand, weil ich wollte kein Holz fürs Campfire verschwenden, weil ich habe so hier und hier in den Licht steht sich das ja ganz angenehm und der Mond zieht ja jetzt auch langsam rüber. Ich denke mir, das wird bald hell, auch wenn es nicht so aussieht, aber wenn der da angekommen ist, müsste hinten wieder die Sonne aufgehen. Und ansonsten überlege ich, ob man da rüber sitzt zu der Insel. Das können wir jetzt auch noch im Dunkeln machen. Dann haben wir mehr vom Tag, wie es immer so schön heißt. Ich habe die hier Angel, die hält echt gut. Ich habe mir 10 Pfeile gecraftet. Ach, 80% Retrieve Chance. Cool. Also man kann aus einem Lock und einem Flintstone, stellt man sich nicht einen Pfeil her, sondern 5. Das wisst ihr wahrscheinlich aber schon. Das heißt, ich habe jetzt 10 Pfeile hergestellt und wenn man einen verschossen hat, dann kriegt man zu 80% Chance, kriegt man den wohl wieder zurück. Das finde ich irgendwie gut. Also der bleibt dann wahrscheinlich am Boden liegen. Können wir uns überlegen, ob wir gleich mal versuchen, dieses blöde Viech da zu jagen. Ich muss 6 und 7, ich muss die auf beide Tasten legen. Oder ich lege die beide auf 6, dann habe ich immer einen Pfeil und einen Bogen. Eins von beiden alleine ist ja, einzeln ist ja auch albern. So, dann habe ich hier noch so einen kleinen Köderfisch gefangen. Und dann habe ich 5 davon gefangen. Wir werden uns also gleich einen Magen vollschlagen können. 2 davon, das ist echt gut. Und die hier, Night Skimmer. Und wenn die schon Night Skimmer heißen, kann ich mir vorstellen, dass man die nur nachts angeln kann. Und dann lohnt es sich ja richtig mal nachts zu angeln. Da steht, dass er eben ein ganz sanftes Glühen imitiert. Also das, der glüht halt ganz leicht. Und das ist in einem leicht glühenden Öl ist der Fisch irgendwie, er ist von einem leicht glühenden Öl umgeben, das wahrscheinlich extrahiert werden kann. Bringt 250 Essen und da wäre ich ja mal an dem Öl interessiert. Wer weiß, was der mit dem Öl Cooles anstellen kann. Dann habe ich noch 2, wir hatten doch 3 von diesen Black Flowers. Ne, seltene Pflanze mit Gifteigenschaften. Hört mal auf. Da habe ich das herausbekommen, die Black Flower Potion. A poison that can be applied to weapons. Das heißt, ich kann jetzt meine Waffe damit einschmieren, mein Schwert zum Beispiel. Und vielleicht würde es dann sogar auch reichen, wenn ich den Hirsch einmal mit dem Schwert treffe und er dann an dem Gift stirbt. Und dann esse ich den Hirsch und dann sterbe ich auch an dem Gift. Ich weiß es nicht. Sowas in der Art. Und dann war ich hier nochmal bei dem freundlichen Händler, der auch nachts offen hat. Das ist ein wahnsinniger Service. Also die haben hier rund um die Uhr, es gibt Döner und alles. Und bewegt sich aber gar nicht. Wie wollen wir den eigentlich nennen? Ihr könntet euch mal, lasst euch mal bitte den Namen für den einfallen. Waldemar ist schon vergeben. Muss ich jetzt mal so sagen. Guckt ein bisschen grimmig. Ich meine, ganz ehrlich, kennt ihr das? No. Gehen wir mal raus. Kennt ihr das? Ich finde es eigentlich traurig. Das ist der Grund, warum ich nicht ins Zoos gehe. Ne? Wenn man da so beim Elefantengehege steht. Und ich habe da schon schlimme Sachen gesehen. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Der steht in der Bude und macht den ganzen Tag nur so. Da würde ich auch grimmig gucken. So, ja, was viel Besseres. Ja, er ist cool. Er ist, keine Ahnung, wie können wir ihn nennen? Hartmut? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, na. Vorschläge her, bitte. Dann kriegt er einen Namen und dann, so hier, Rubin. Guck mal, da 40 Gold würden wir dafür kriegen, wenn wir ihn einen Rubin verticken. Das könnte man natürlich mal machen, ne? Dann könnten wir einen von dem, das ist teuer, ne? 320, 40, 120, schicke Schwert aber. Müssen wir gucken. Also ich glaube, da bräuchten wir noch ein paar Sachen. Ich weiß nicht, wie viel wir tragen können. Aber was bringt denn das hier?
Nee, das lohnt sich irgendwie gar nicht zu verticken. Ne? Naja, doch, naja, 9, gut, Gold. Ne? Also Rubine sind, hat schon was. Ich würde jetzt aber einfach mal denken, dass man mit dem Rubin vielleicht auch irgendwas Cooles herstellen kann. Oder auch nicht. Das kann natürlich auch sein. Das haben wir aber auch schon durchexerziert hier, ne? Und Hearthstone und Plant Fibers, Bambus und Rubin und Stoff. Nur Rubin und Stoff. Rubin und Kohle. Wir könnten Diamanten herstellen mit der Kohle. Ich sag jetzt aber nicht wie. Da müsst ihr selber drauf kommen. Ja. Mit der Nacht habe ich mich wohl ein bisschen geirrt, was? Das ist jetzt doof, weil, ich kann jetzt auch gerade kein Feuer mehr herstellen, weil wir fürs Campfire. Ich habe übrigens mein Crafting Journal an den Händler verdickt für einen Dollar. Versehentlich, für ein Gold. Da bräuchten wir drei Loks. Also die haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch zwei Loks. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch eben auf die Schnelle Holz finde, aber ich glaube, auf der Insel habe ich überhaupt noch kein Holz angetroffen. Dann, boah, ich dachte, hier läuft irgendwas durch die Gegend. Ist natürlich schwierig im Dunkeln. Deshalb würde ich sagen, wir lassen den Hirsch Hirsch sein und segeln mit unserem Boot mal rüber zu der Insel. Vielleicht liegt da ja Holz. Da stellen wir jetzt mal eben neu auf. Boot. So, schön raufspringen. Segel setzen. Hinten ran und los geht die Reise. Nein, falsche Richtung. Mann, oh Mann, ey, du hast doch selber mal Kutterpullen mitgemacht. Du müsstest doch, ja gut, da habe ich nicht am Steuer gesessen. Das ist die Sache. Das fand ich auch immer so blöd beim Rudern. Ich meine, es ist eigentlich normal. Es sei denn, man macht das ist ja kein Rudern, ne? Wo wollten wir denn hin? Egal, jetzt gehen wir dahin. Na, wo sie mit Trommeln falsch rum im Boot sitzen, weißt du? So. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Weil wir haben uns immer über die lustig gemacht. Andersrum wahrscheinlich aber genauso. Das ist also überhaupt nicht böse gemeint. Ah, guck mal hier, Sonnenaufgang kommt da vorne. Mal gucken, vielleicht finden wir. Also gehe auch zu der Händlerinsel. Es gibt keine Karte, ne? Das ist schwierig. Also wir müssen unser großes Schiff wieder finden. Ach, ich habe in der Pause, die ihr jetzt quasi hattet, habe ich mal, also zwischen den beiden Folgen, ich nehme die ja gerade noch am Stück auf, also die drei jetzt, 4, 5 und 6, da habe ich mal, guck mal, es wird rasant hell, ne? Plötzlich. Da habe ich ja mal geschaut, wir brauchen 10 Cloth für die Schiffsreparatur. 10 Cloth, 25 Woodlocks, 5 Hardlocks, das finde ich hart, und 10 Plant Fibers, glaube ich. Oder vielleicht brauchen wir sogar 15 Stoff, das weiß ich gar nicht genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Insel viel näher ist und auch viel näher dran. Ich wollte ja, bin ja, habe ja jetzt extra so früh das LP gestartet, also um die Uhrzeit jetzt, damit wir mehr vom Tag haben. Kann ich eigentlich währenddessen was essen? Schwierig. Wenn ich was esse, ändere ich die Richtung. Upsala. Nee, der wollen wir nicht hin. Die sieht jetzt auch aus wie jede andere Insel. Nein, ich beklag mich nicht. Ich suche halt gerade nur echt eine Insel mit viel Holz. Was haltet ihr überhaupt von der Idee? Ja, ist gut, es gibt jetzt kein Wiki, ne, wie bei 7 Days, aber so im Internet zu stöbern, was kann man mit Rubin herstellen? Ah, hier ein Hirsch. Wir sind da genau richtig. Und wie wir da richtig sind. Oh, zwei. Das sehe ich jetzt erst. Jo, es gibt was zu essen. Ich meine, nicht, dass wir nicht Fisch hätten. Und ich finde Angeln auch eine coole Sache. Ach so, ja, richtig. Mal gucken, ne, was man da so machen kann. Oder soll ich es lieber lassen? Also, ich finde es ja schöner, wenn man es selbst rausfindet. Problematisch wird das immer nur dann,
wenn man halt nichts rausfindet. Ne? Und zwar gar nichts. Dann wird's immer doof. So, Moment. Wie lade ich den jetzt? Ah, 2x6 drücken. Rechte Maustaste und... Wer hat gelacht? Wer hat gelacht? Ganz ehrlich jetzt. Das ist ja peinlich. Das ist mir noch nie passiert. Okay, gut. Bisher hatten aber die Pfeile im Bogen, mit denen ich arbeiten musste, auch keine Schwerkraft. Aber ganz ehrlich, dann kann ich ja auch schon fast das Schwert nehmen, wenn ich da so nah ran muss. Jetzt hat mich das Arsch gesehen, ey. Aber hier ist Holz. Guck mal, wie leicht er sich ablenken lässt, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sind sie beide weg. Ah nee, da ist er. Ach, guck mal, wenn ich in Range komme. Pflanze. Was denn? Thornwein. Da bin ich dann hängen geblieben. Ach. Thornwein. Wein ist doch, ich will jetzt nicht sagen Wein, aber das ist, so, wie ist das nicht Oberbegriff für Efeu? Weingewächse? Das wird ein Weingewächs sein mit Dornen. So. Und damit kann man nämlich diese Thorn Tripwire machen. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Einfach wegen der Namensähnlichkeit. Die Insel gefällt mir auch. Hier gibt's auch richtig Holz und hier gibt's auch wieder neue Sachen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Das finde ich gut. Und es gibt die Aussicht, eventuell einen Hirschschuh. Nee, das ist Holz. Ja, ja, ja. Cool. Also, die Aussage, die Inseln sehen alle gleich aus, nehme ich insofern ein bisschen zurück, als dass es natürlich alles Inseln sind, aber... Und die sind richtig dicht dabei. Ah, da würde ich trotzdem nur mit dem Boot übersetzen, weil Schwimmen ist schwierig. Aber ich finde es natürlich cool, dass wir bisher auf jeder Insel irgendwas Neues entdeckt haben, was es auf den anderen Inseln nicht gab. Das finde ich geil. Das hat was. Voll in den Arsch. Das ist gar nicht so einfach mit dem Jagen, ne? Der kaut aber noch lange nach. Okay, wir brauchen Holz.
Und. So, wir versuchen jetzt was anderes. Ins Crafting-Fenster und das. Oh. Wo ist mein Schwert hin? Boah, jetzt habe ich aber eben echt ein bisschen Angst gehabt, dass das Schwert weg ist. Nee. Okay. Vier. Poison applied. Auf was? Auf was denn? Auf mich? Ich hätte jetzt gedacht, dass da wenigstens... Was hat er denn jetzt das Gift angewendet? Doch hoffentlich nicht auf mich. Nicht, dass ich es getrunken habe oder sowas. Das ist ja schwierig gerade. Ja, kann man jetzt nichts machen? Keine Ahnung. Ich bin da mit den Rehen noch nicht weiter. Da stelle ich mich noch ein bisschen zu doof bei an. Finde ich aber nicht schlimm. Ein bisschen ärgerlich, dass das Gift jetzt weg ist. Aber wenn man nicht mal was ausprobiert... Nee, das will ich nicht. Wenn man nicht mal was ausprobiert, dann... Ne? Kann man noch nicht gewinnen. Okay. Ich darf nicht hinterher sprinten. Die ist tot. Pass auf, der ist tot. Ich habe das auf den Pfeil angewandt. Da kriege ich meinen Pfeil wieder. Dianit. Dir Guards, auch viel zum Angeln. Und dir Antlers. Merchant might be interesting in purchasing these. Okay. Ach, das Geweih. Ach, das finde ich aber scheiße. Also... Ja, ist ein Spiel, ne? Aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas finde ich... Okay, ja, gut, wenn da ein Jäger ist und der hat seine Geweihe im Dings, ist okay. Aber so bei, hier, Nashörnern und so, müssen wir nicht drüber reden, ne? Geht gar nicht. Finde ich, da gibt es auch gar keinen Diskussionsbedarf, finde ich so. Und an sowas erinnert mich das halt immer. Ja, aber ich bin ja auch Stadtkind. Nein. Ich muss erstmal dieses doofe Dings hier. Das muss ich wieder rausnehmen, da. Diese Doppelbelegung, die bringt mich hier noch um Kopf und Kragen. Boah, ist das grell. Cool. Ich freue mich auch über alles, ne? Stein, cool. Hirsch, cool. Pflanzen, cool. Grell, auch cool. Alles cool. Ich möchte nur wissen, ob der... Ist der Pfeil jetzt vergiftet? War das nur der eine Pfeil? Wo sind denn meine Pfeile? Ich sehe es gerade gar nicht.
ist sehr klein, ja. Schwierig zu sagen, aber der eine Hirsch ist auf alle Fälle gestorben. Plötzlich lag er tot da. Wenn er nicht plötzlich eine Blutung bekommen hat, dann würde ich sagen, war es mein Pfeil. Hier ist nur Wasser. Ich weiß gar nicht, wo ich so schnell hingucken soll. Also, weil ich auch gleichzeitig nochmal versuche, nach Obst zu gucken. Oh, da ist er. Nicht getroffen. Okay. So, bevor wir die Folge jetzt beenden, ich habe es nicht vergessen, ich wollte diesen Fisch hier nicht jetzt rechtsklicken, dann essen wir den so, sondern erst das Crafting-Fenster öffnen und dann rechtsklicken und dann haben wir hier den Fisch und dann kriegen wir daraus Night Skimmer Oil. Und jetzt hoffe ich, dass der Fisch dann immer noch da ist. Hab jetzt beide Fische verloren. Ist ja schade. Sieht doch genauso aus. Okay, Oil from the Night Skimmerfish. Öl vom Nacht Skimmerfisch. Es leuchtet hell. Aha, man kann es auf seine Kleidung anwenden und das hat dann zur Folge, dass die Kleidungsstücke für eine Weile leuchten. Das ist ja auch schwierig, oder? Dann sieht mich wieder jeder und irgendwie sehe nichts oder... Eigentlich würde ich ganz gerne mal rüber zum Händler. Blackflower, das machen wir auch nochmal. Wir stellen uns das Gift nochmal her. Und was haben wir hier noch? Deerpelt. Es wäre eigentlich schön, wenn wir noch einen zweiten Hirsch hier kriegen würden. Habe ich hier einen gesehen? Nee. Hätte ja sein können. Ja, von der Idee her sind wir ja mit dieser Insel noch längst nicht durch. Ne? Ich habe mich hier überwiegend jetzt mit der Jagd nach dem Deer beschäftigt hier. Dabei haben wir hier noch Steine und alles. Vielleicht kriegen wir hier noch Biene raus. Oder sowas. Da war Kohle drin und ein Flintstone. Auf jeden Fall. Das ist auch schön. Ich könnte jetzt schon wieder weiterspielen. Dabei wollte ich die Folge beenden. Weil ich muss halt auch irgendwann mal zum Ende kommen. Und es ist auch schon spät. So, ne? Okay. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Also, mir macht Spaß. Ich finde es richtig cool. Wir finden auf jeder Insel etwas Neues. Irgendwann wird sich das wahrscheinlich auch mal legen, dann finden wir halt nichts Neues mehr und dann müssen wir halt sehen, wie wir dann mit der Situation klarkommen. Aber hier die neuen Pflanzen und diesen Nachtskimmerfisch und das finde ich schön. Und in solchen Augenblicken finde ich es immer richtig gut, wenn man eben nicht in so ein Wiki geguckt hat oder in andere Let's Plays. Weil ich habe echt nur mit der Angel geguckt, weil ich habe in diesem Werbevideo halt gesehen, es gibt eine Angel. Ich war der festen Überzeugung, ich habe alles für eine Angel. Und auf die Idee, dagegen Bäume zu schlagen. Okay, den Gatt hatte ich auch schon. Ne? Wenn man mal überlegt hätte, dass Fishing Bait ein Angelköder sein könnte. Aber trotzdem hätte ich jetzt immer noch gedacht, ich brauche einen Haken oder sowas. Naja, wie dem auch sei. Das hat sich ja geklärt. Manchmal denke ich auch komplizierter. Als ich muss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in 2 Tagen wieder dabei seid. Und ja, mir einen Daumen hoch da lasst. Und natürlich auch gerne ein Abo. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr mich irgendwie hier über Google Plus, falls ihr da irgendwie direkt eingetragen seid oder das sogar auch für Kontakte nutzt, dass ihr mich da mal teilt. Das ist immer noch die beste Werbung, ist immer noch Mundpropaganda für jemanden.
Jo, okay. Dann sage ich Dankeschön und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.